Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute den leckersten und gesündesten Burger der Welt. Das Ganze ist 100% rohvegan und dazu gibt es noch ein Rezept für leckeren und gesunden Ketchup und eine Koriander-Knoblauch-Mayo, also bleibt unbedingt dran. Wir fangen an mit der Mayo, aber das hier ist keine langweilige Standard-Mayo, sondern eine spezielle Mayo mit Koriander und Knoblauch. Wenn ihr eine normale Mayo möchtet, lasst ihr einfach Koriander und Knoblauch weg. Neben einer Handvoll Koriander und einer Knoblauchzehe braucht ihr noch 100 Gramm Cashewkerne, mindestens 2 Stunden in Wasser eingeweicht oder auch über Nacht, den Saft einer Zitrone, die habe ich hier schon ausgepresst, ein bisschen Salz und ein Glas Wasser habe ich hier bereitgestellt, damit wir später vielleicht die Konsistenz nochmal ändern, falls das Ganze zu fest wird. So, unsere Koriander-Knoblauch-Mayo ist fertig. Es war auch nicht nötig, noch mehr Wasser hinzuzugeben. Und die kommt jetzt nur noch in ein Glas und dann war's das. So, der Mixer ist abgewaschen und wir machen uns jetzt an den gesunden Ketchup. Dafür braucht ihr 4 bis 6 Tomaten. Ich habe jetzt hier 4 aufgeschnittene mittelgroße Tomaten. Eine Handvoll getrockneter Tomaten. Das sind jetzt so kleine Cherry-Tomaten. Die sind wirklich salzig, also ihr braucht hier kein extra Salz hinzugeben. Für die Süße habe ich 4 Datteln, weil im normalen Tomatenketchup ist ja wirklich viel industrieller Zucker enthalten. Wir nehmen nur die Datteln, sodass das Ganze auch gesund bleibt. Und wenn ihr mögt, nehmt ihr noch 2, 3 Blätter Basilikum oder Oregano oder andere Kräuter eurer Wahl. So, mal schauen, wie er geworden ist. Wow, hier springt schon alles raus. Es riecht auf jeden Fall schon nach Ketchup oder beziehungsweise Tomaten. Und ihr seht, es ist eine richtig schöne, cremige Konsistenz. Bei einem Hochleistungsmixer wird es wahrscheinlich noch cremiger, aber so schmeckt es mindestens genauso gut. Ja, und das Ganze kommt jetzt hier in unser schönes Einmachglas. Unsere 2 Soßen sind fertig und wir machen uns jetzt an die Patties. Die Patties könnt ihr wirklich so kompliziert oder einfach machen, wie ihr möchtet. Ich zeige euch jetzt eine ganz einfache Version. Für die braucht ihr eine halbe Zwiebel, 150 Gramm Nüsse. Ich habe jetzt hier Mandeln und Walnüsse, den Saft von einer halben Zitrone und ungefähr 400 Gramm Karotten. Ich habe jetzt hier grob geriebene und fein geriebene. Die fein geriebene ist in unserer Schüssel und bleibt so, wie sie ist erstmal. Und die grob geriebene wird jetzt zusammen mit der Zwiebel und dem Zitronensaft gemixt. Da ich keine Küchenmaschine habe, werde ich Nüsse und den Rest der Zutaten separat voneinander mixen. Wir fangen an mit den Nüssen und die kommen dann quasi hier hinzu. Und im zweiten Schritt werde ich Zwiebeln, Zitronen und Karotten nochmal mixen und das später mit den Händen vermengen. So, und das reicht auch schon. Wir haben jetzt so ein schönes Nussmehl und das wird jetzt zu den fein geriebenen Karotten gegeben. Und jetzt kommen Zitronensaft, Zwiebeln und die geschredderten Karotten in den Mixer und das Ganze würze ich mit Salz und Kreuzkümmel. Ihr könnt natürlich die Gewürze eurer Wahl nehmen, Curry oder Pfeffer, was auch immer ihr da wollt. So, ich habe jetzt noch die halbe Zitrone hinzugegeben, die da noch übrig war, damit das Ganze noch flüssiger wird. Und wir gucken jetzt mal. Ja, das ist auf jeden Fall flüssig genug. Das kommt jetzt in unsere Schüssel und wir formen dann gleich die Patties mit unseren Händen.
So, die Patties sind geformt und wir belegen jetzt unsere Burger. Und als Burger nehmen wir Riesenpilze. Sieht doch schon aus wie ein Burger, oder? Das ist eine gesunde Alternative zu Burgerbrot und enthält auch kein Gluten für diejenigen, die mit Gluten Probleme haben. Und da kommen jetzt unsere Soßen, unser Patty und Belag nach Wahl drauf. Also ich habe jetzt hier Tomatenscheiben, noch ein paar Zwiebeln und Salat. Ich frage mich jetzt schon, wie ich gleich am Ende da reinbeißen werde. So, noch ein paar Zwiebeln. Und so sieht unser roher Burger aus. Einfach nur lecker. Ich glaube, die Mühe hat sich gelohnt bei dem Endergebnis. Das Ganze riecht schon so gut und ich kann kaum erwarten, reinzubeißen. Wenn ihr auch ein Stück davon haben wollt, gebt unbedingt einen Daumen nach oben und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie euch das Rezept gefallen hat und ob ihr es schon ausprobiert habt oder ob ihr andere Variationen habt, die ihr empfehlen könnt. Danke erstmal fürs Zuschauen und ich gehe jetzt Abendessen. Ich hab Patty an der Nase. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Du kannst dich ebenfalls auf meiner Internetseite www.ishappy.de registrieren, um kostenlose Rezepte, Artikel, Ernährungspläne und vieles mehr zu erhalten. Du findest mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich hoffe, ich sehe dich in meinem nächsten Video. Bis dahin!